Das Zusammenwachsen der Kontinente. Alle Kontinente und Länder kennen grenzüberschreitende Zu- und Abwanderungen, genauso wie Migrationsbewegungen innerhalb der eigenen Landesgrenzen. Waren Länder Europas und Nordamerikas bisher Zielregionen, verlagert sich der Schwerpunkt mittlerweile nach Asien. Gründe für Migration sind vielfältig. Kriege und bewaffnete Konflikte wie in Afrika, dem Mittleren Osten und Lateinamerika auf der einen Seite, Armut und ungerechte Verteilung von Gütern und Geldern auf der anderen Seite zwingen viele Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Aber auch weltweite Verstöße gegen Menschenrechte und nicht zuletzt die Klimakrise bringen Menschen dazu, aus den Regionen fliehen zu müssen, in denen sie bisher gelebt haben. Umstritten ist, welche Auswirkungen die Arbeitsmigration auf die Arbeitsverhältnisse in den Zielländern hat. Ein Zusammenhang zwischen hoher Einwanderung und hoher Arbeitslosigkeit oder sinkenden Löhnen ist statistisch nicht bewiesen. Forschungen deuten auf das Gegenteil hin. Einwanderung kann die Ökonomie stimulieren und die Arbeitslosigkeit der Einheimischen reduzieren. Den Berechnungen von Ökonominnen und Ökonomen zufolge braucht Deutschlands Wirtschaft eine Zuwanderung von 146.000 Menschen von außerhalb der EU. Und das jedes Jahr bis 2060. Im Regelfall zahlen alle in die Sozialversicherung ein. Am gegenwärtigen Wirtschaftswachstum von 2,2% im Jahr 2017 haben Ausländer und Ausländerinnen mit 0,2 Prozentpunkten ihren Anteil. Ohne sie hätten viele Stellen gar nicht besetzt werden können. Ein großes Thema für die Herkunftsländer ist der sogenannte Brain Drain. Auf der einen Seite verlieren arme Länder durch Migration Menschen, deren Fähigkeiten sie dringend für ihre Entwicklung brauchen. Auf der anderen Seite stehen die sogenannten Remittances, die Überweisungen, die Migrantinnen und Migranten ihren Familien schicken. 2017 haben afrikanische Migrantinnen und Migranten mindestens 69,5 Milliarden US-Dollar in ihre Herkunftsländer überwiesen. Siebenmal so viel wie im Jahr 2000 und mehr als doppelt so viel wie offizielle Entwicklungshilfe. Remittances tragen so zum Wirtschaftswachstum und der Bekämpfung von Armut in vielen Ländern bei. Auffällig ist, dass die Mobilität von Frauen auf der Welt zunimmt. 48% der internationalen Migrierenden sind Frauen und auch speziell unter den Flüchtenden ist jede zweite Person weiblich. Bei der Suche nach einem besseren Leben sind Frauen von Gewalt und Diskriminierung besonders bedroht. In zahlreichen Branchen sind es meist Frauen, die von Menschenhändlern zur Arbeit gezwungen werden. Die zwei größten Wirtschaftsbereiche dabei bilden das Gastgewerbe und die Prostitution. Was Frauen im Zielland brauchen, ist ein wirksamer Schutz. Vor allem aber gleiche Rechte wie die Einheimischen. Mehr Informationen zum Thema gibt es unter www.rosalux.de/Atlas der Migration. Das Zusammenwachsen der Kontinente. Alle Kontinente und Länder kennen grenzüberschreitende Zu- und Abwanderungen, genauso wie Migrationsbewegungen innerhalb der eigenen Landesgrenzen. Waren Länder Europas und Nordamerikas bisher Zielregionen, verlagert sich der Schwerpunkt mittlerweile nach Asien. Gründe für Migration sind vielfältig. Kriege und bewaffnete Konflikte wie in Afrika, dem Mittleren Osten und Lateinamerika auf der einen Seite, Armut und ungerechte Verteilung von Gütern und Geldern auf der anderen Seite zwingen viele Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Aber auch weltweite Verstöße gegen Menschenrechte und nicht zuletzt die Klimakrise bringen Menschen dazu, aus den Regionen fliehen zu müssen, in denen sie bisher gelebt haben. Umstritten ist, welche Auswirkungen die Arbeitsmigration auf die Arbeitsverhältnisse in den Zielländern hat. Ein Zusammenhang zwischen hoher Einwanderung und hoher Arbeitslosigkeit oder sinkenden Löhnen ist statistisch nicht bewiesen. Forschungen deuten auf das Gegenteil hin. Einwanderung kann die Ökonomie stimulieren und die Arbeitslosigkeit der Einheimischen reduzieren. Den Berechnungen von Ökonominnen und Ökonomen zufolge braucht Deutschlands Wirtschaft eine Zuwanderung von 146.000 Menschen von außerhalb der EU. Und das jedes Jahr bis 2060. Im Regelfall zahlen alle in die Sozialversicherung ein. Am gegenwärtigen Wirtschaftswachstum von 2,2% im Jahr 2017 haben Ausländer und Ausländerinnen mit 0,2 Prozentpunkten ihren Anteil. Ohne sie hätten viele Stellen gar nicht besetzt werden können. Ein großes Thema für die Herkunftsländer ist der sogenannte Brain Drain.
Auf der einen Seite verlieren arme Länder durch Migration Menschen, deren Fähigkeiten sie dringend für ihre Entwicklung brauchen. Auf der anderen Seite stehen die sogenannten Remittances, die Überweisungen, die Migrantinnen und Migranten ihren Familien schicken. 2017 haben afrikanische Migrantinnen und Migranten mindestens 69,5 Milliarden US-Dollar in ihre Herkunftsländer überwiesen. Siebenmal so viel wie im Jahr 2000 und mehr als doppelt so viel wie offizielle Entwicklungshilfe. Remittances tragen so zum Wirtschaftswachstum und der Bekämpfung von Armut in vielen Ländern bei. Auffällig ist, dass die Mobilität von Frauen auf der Welt zunimmt. 48% der internationalen Migrierenden sind Frauen und auch speziell unter den Flüchtenden ist jede zweite Person weiblich. Bei der Suche nach einem besseren Leben sind Frauen von Gewalt und Diskriminierung besonders bedroht. In zahlreichen Branchen sind es meist Frauen, die von Menschenhändlern zur Arbeit gezwungen werden. Die zwei größten Wirtschaftsbereiche dabei bilden das Gastgewerbe und die Prostitution. Was Frauen im Zielland brauchen, ist ein wirksamer Schutz, vor allem aber gleiche Rechte wie die Einheimischen. Mehr Informationen zum Thema gibt es unter www.rosalux.de/Atlas der Migration. Das Zusammenwachsen der Kontinente. Alle Kontinente und Länder kennen grenzüberschreitende Zu- und Abwanderungen, genauso wie Migrationsbewegungen innerhalb der eigenen Landesgrenzen. Waren Länder Europas und Nordamerikas bisher Zielregionen, verlagert sich der Schwerpunkt mittlerweile nach Asien. Gründe für Migration sind vielfältig. Kriege und bewaffnete Konflikte wie in Afrika, dem Mittleren Osten und Lateinamerika auf der einen Seite, Armut und ungerechte Verteilung von Gütern und Geldern auf der anderen Seite zwingen viele Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Aber auch weltweite Verstöße gegen Menschenrechte und nicht zuletzt die Klimakrise bringen Menschen dazu, aus den Regionen fliehen zu müssen, in denen sie bisher gelebt haben. Umstritten ist, welche Auswirkungen die Arbeitsmigration auf die Arbeitsverhältnisse in den Zielländern hat. Ein Zusammenhang zwischen hoher Einwanderung und hoher Arbeitslosigkeit oder sinkenden Löhnen ist statistisch nicht bewiesen. Forschungen deuten auf das Gegenteil hin. Einwanderung kann die Ökonomie stimulieren und die Arbeitslosigkeit der Einheimischen reduzieren. Den Berechnungen von Ökonominnen und Ökonomen zufolge braucht Deutschlands Wirtschaft eine Zuwanderung von 146.000 Menschen von außerhalb der EU. Und das jedes Jahr bis 2060. Im Regelfall zahlen alle in die Sozialversicherung ein. Am gegenwärtigen Wirtschaftswachstum von 2,2% im Jahr 2017 haben Ausländer und Ausländerinnen mit 0,2 Prozentpunkten ihren Anteil. Ohne sie hätten viele Stellen gar nicht besetzt werden können. Ein großes Thema für die Herkunftsländer ist der sogenannte Brain Drain. Auf der einen Seite verlieren arme Länder durch Migration Menschen, deren Fähigkeiten sie dringend für ihre Entwicklung brauchen. Auf der anderen Seite stehen die sogenannten Remittances, die Überweisungen, die Migrantinnen und Migranten ihren Familien schicken. 2017 haben afrikanische Migrantinnen und Migranten mindestens 69,5 Milliarden US-Dollar in ihre Herkunftsländer überwiesen. Siebenmal so viel wie im Jahr 2000 und mehr als doppelt so viel wie offizielle Entwicklungshilfe. Remittances tragen so zum Wirtschaftswachstum und der Bekämpfung von Armut in vielen Ländern bei. Auffällig ist, dass die Mobilität von Frauen auf der Welt zunimmt. 48% der internationalen Migrierenden sind Frauen und auch speziell unter den Flüchtenden ist jede zweite Person weiblich. Bei der Suche nach einem besseren Leben sind Frauen von Gewalt und Diskriminierung besonders bedroht. In zahlreichen Branchen sind es meist Frauen, die von Menschenhändlern zur Arbeit gezwungen werden. Die zwei größten Wirtschaftsbereiche dabei bilden das Gastgewerbe und die Prostitution. Was Frauen im Zielland brauchen, ist ein wirksamer Schutz, vor allem aber gleiche Rechte wie die Einheimischen.
Mehr Informationen zum Thema gibt es unter www.rosalux.de/Atlas der Migration.